Bei der Erkundung neuer Gebiete und vor allem gleich bei einem großen Bärenfeld sind wir stehen geblieben. Vorher gibt es noch zwei Trainerkämpfe zu erledigen. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Edition. Und wir starten direkt mit dem Kampf gegen die beiden Zwillinge. Lea und Grit mit Papinella und Pudox, das klingt schon mal wieder nach einer Menge Erfahrungspunkte für Anoriff und Poupon, beide schon etwas angeschlagen. Oha. Und da ist nicht mehr viel Felsgrab da. Wollen wir hoffen, dass das einschlägt. Oh, Antikraft ist auch nicht mehr vorhanden. Was ist denn hier los? Na gut, wir können es auch mit dem Psychstrahl machen. Oh yes! Das heißt, Papinella ist auf jeden Fall down. Der Psychstrahl müsste halt auch ordentlich reinscheppern bei Pudox. Weiß gar nicht, warum ich das letzte Mal nicht den Psychstrahl genutzt habe. Ah, reicht aber eben nicht ganz aus. Der Windstoß kommt dann dort an der Stelle. So, die Frage ist, bevor ich dann tatsächlich die Route nach oben weiterverfolge, ob ich nochmal schnell meine Pokémon heilen gehe. Weil das wird eine lange, harte Route. Viele Trainer auf der Route. Und ja, ist natürlich dann nicht ganz so easy zu lösen, ne? Wenn da deine Pokémon entsprechend die Attacken nicht mehr können. Weil die einfach aufgebraucht sind. Aber okay. Jetzt geht's doch gegen die Aromalady. Und dort oben konntet ihr schon das riesengroße Bärenfeld sehen. Und ihr wisst ja, dass ich eigentlich gerne Bären wieder einpflanze. Nur, ja, wenn du halt zu lange weg bist, scheinen die halt nicht nochmal nachzuwachsen. Ich weiß es eben nicht mehr. So, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das riskiere mit der Vergiftung. Weil Roselia hat ja die... Alter Schwede. Wow. Wow, das war so nicht geplant, dass das so reinschlägt, das Zauberblatt. Boah, der Megasauger hätte meinen Anoriff aber definitiv mal gekillt. Naja gut, was soll's? Was soll's? Wir machen einen Feuerfeger, dann ist hier Feierabend mit Roselia. Ich hoffe immer noch, dass ich nicht den Giftdorn abbekomme. Diese spezielle Fähigkeit, wie halt bei Canivania zum Beispiel, Rauhaut oder Statik bei Pikachu oder... Na, wie heißt's? Weiß es nicht mehr. Bei Fritzelblitz hat eben Roselia die Fähigkeit Giftdorn. Und Giftdorn sorgt dafür, dass man im Zweifel, beziehungsweise, was heißt im Zweifel, dass man ab und zu bei Berührung des Gegners, und das machst du ja mit dem Kratzer, eben vergiftet wirst. Boah, na super. Ja, gut, die Stachelspore macht es unwesentlich besser. Aber gut, das bestätigt mich natürlich noch mehr in meinem Streben. Ja, war klar, dass es daneben geht. Dass ich noch eine Runde warten kann. Komm, wir sind jetzt bestimmt auch noch paralysiert. Nein, aber das bestätigt mich natürlich in meinem Streben, nochmal die Pokémon zu heilen, bevor wir dann nach oben in der Route gehen. Weil, wie gesagt, jawohl, Anoriff Level 29. Mit fehlenden AP wird es natürlich schwierig. Klar, ich habe ein paar Äther und Elixiere dabei. Aber wenn das Pokémon Center dann nicht so weit weg ist, dann bin ich der Meinung, brauchst du halt dann auch nicht, die Items verschwenden. So, ihr seht schon, einige Bären. 6 Doppelfelder sind das. Also das dauert eine Weile, bis die Dinge alle gepflückt werden. Beziehungsweise gepflückt sind. Aber es dauert noch viel länger, bis man hier neue Bären gesät hat. Also, da wirst du bekloppt. Vor allem, wenn du die dann alle noch gießt mit der Weimarkanne. Das kann sich schon mal ein bisschen hinziehen. Aber das sind alles jetzt, glaube ich, Bären, die weniger irgendwelche Statusveränderungen bringen, sondern vielmehr einfach so für Pokeriegel da sind. Ja gut, jetzt sind natürlich Pokeriegel noch absolut gar nicht erklärt. Man hat hier auch solche Pokémon-Wettbewerbe in Sachen Coolheit, Schönheit. Oh, was gibt's denn noch? Ich schau mal ganz fix.
Dann kann ich euch das gleich mal erklären anhand von Attacken auch. Also wir haben ja hier die normalen Attacken und ihr seht jetzt oben, ich kann noch eins weiterblättern. Und hier. Das ist für die besonderen Wettbewerbe, die sind halt unterteilt in Stärke, Coolheit, Klugheit, Anmut und hatte ich nicht vorhin noch was anderes erwähnt? Schönheit zum Beispiel, genau. Und da kann man halt verschiedene Punkte sammeln. Das ist in zwei Teile untergliedert, dieser Wettbewerb. Im ersten Teil geht es halt darum, wie, wenn wir jetzt einfach mal von der Schönheit oder von der Anmut ausgehen, wie anmutig ist dein Pokémon eigentlich? Und wenn man da nichts macht, dann ist das Pokémon meistens so bei 2, einem Herz in der Anmut. Kommt halt auch ein bisschen auf die Klasse drauf an. Weil das ist nochmal untergliedert in 4 verschiedene Klassen. Normal, Super, Hyper und Meisterklasse, glaube ich sogar fast. Wie das halt bei den Pokébällen der Fall ist. Und ja, in diesen 4 Klassen kann man halt gewinnen und entsprechende Bänder sammeln und so weiter und so fort. Bringt jetzt, glaube ich, gar nicht so viel weiter für... bringt gar nicht so viel weiter jetzt fürs Spiel. So, dabei erhalten wir vom Bärenmeister ein paar Bären. Und ich versuche euch das dann weiter zu erklären. Ich glaube, hier müssen wir sogar irgendeinen Spruch bringen. Ja, genau. Je nachdem, was wir hier für einen Spruch bringen, bekommen wir hier eine Beere. Wir sagen einfach mal Abracadabra, wenn das möglich ist. Nö, ist leider nicht möglich. Dann halt Abracnacklion. Was soll der Geiz? Und erhalten eine Zitrobeere. Ja, denke ich, kannst du nicht klagen. Gut, während ich jetzt weiter zum Pokémon Center zurückgehe, versuche ich das noch ein bisschen weiter mit dem Pokémon-Wettbewerben zu erklären. Und es shift nicht mehr, okay. Boah, da habe ich es heute noch geschafft, das zu erklären. Also wie gesagt, die 4 Klassen. Wir wollten es anhand von der Klasse der Schönheit erläutern. Der Klasse der Schönheit. Genau. In der ersten Runde, wie gesagt, die allgemeine Schönheit. Und die kann man halt verbessern, indem man seinem Pokémon Pokeriegel gibt. Und die Pokeriegel muss man halt entsprechend zusammenmixen. Dafür gibt es solche Mixer dann vor Ort bei den Wettbewerbsstellen. Und da kann man halt dann bestimmte Bären nehmen. Und bestimmte Bären, beziehungsweise die verschiedenen Bären sind halt dann für ein bestimmtes Feld immer gut. Für Schönheit oder für Coolheit oder für Anmut und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie gut man in dem Mixen ist, umso besser wird der Pokeriegel. Und im Pokeriegel kann man dann seinem Pokémon zum Fressen geben. Und das ist ähnlich wie mit den Statuswerten. Beziehungsweise mit den Vitaminen. Das Pokémon kann nur eine bestimmte Anzahl an Pokeriegeln fressen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Und deswegen ist es natürlich wichtig, seinem Pokémon möglichst gute Pokeriegel zu geben. Weil wenn es eben nur eine bestimmte Anzahl an Pokeriegeln futtern kann, dann wäre es natürlich bescheiden, wenn man ihm nur schlechte Pokeriegel gibt. Weil dann kann es halt die Anmut beispielsweise jetzt nur um 2-3 Herzen steigern. Wenn man denen aber richtig gute Pokeriegel gibt, dann kann man halt die Anmut auch um 6-7-8 Herzen steigern. Und ich glaube, beim Pokémon Bachschwarz zum Beispiel, was sich auch ganz, ganz räudig fangen lässt, das wäre vielleicht dann gleich die nächste Geschichte, die ich erläutern kann. Beim Pokémon Bachschwarz, das entwickelt sich ja zu Milotic, aber nur, wenn man in der Schönheit, glaube ich, eine gewisse Stufe erreicht hat. Ich weiß nicht, welche Stufe genau, aber es muss eine gewisse Stufe erreichen, um beim nächsten Level-Up dann sich weiterzuentwickeln. So viel zu dem Thema. Dann kommt ja noch die zweite Stufe des Wettbewerbs. Da schauen wir vielleicht dann nochmal fix in die Attacken rein. Denn die Attacken haben eine bestimmte Stärke in den jeweiligen Klassen. Zum Beispiel eben jetzt nochmal bei Anoriff. Das ist ganz gut eigentlich, dass Anoriff gleich mal 4 verschiedene Attackentypen hat. Hier an der Stelle. Stärke zum Beispiel. Hier haben wir jetzt Wirkung. Links unten da stehen Ausdruck, 4 Herzen. Eindruck, weiß jetzt gerade gar nicht, was es bringt.
Aber ihr seht auch, hier zum Beispiel fällt es gerade nur Ausdruck 3 Herzen. Bis zu 8 Herzen geht es hoch. Und da kann man dann quasi die Attacke einsetzen und bekommt halt dann diese 3 bzw. 4 Herzen. Attacken direkt hintereinander zweimal einzusetzen, sollte man nicht machen, weil dann bekommt es Herzenabzug. So, ich schaue jetzt mal noch, ob ich noch ein anderes Pokémon habe. Hier, Eindruck zum Beispiel. Irritiert Pokémon, besonders die, auf die der Juror achtet. Und kann die dann eben im Eindruck runterbringen, glaube ich, um dieses eine Herz. Ansonsten haben wir... Ja, ihr seht schon, Protzer bringt zum Beispiel gar nichts. Verhindert Nervosität. Ja, also da kommen dann noch so Sachen wie Nervosität und so weiter dazu. Hier zum Beispiel der Absorber irritiert das Pokémon, das vorher aufgetreten ist, um 3 Herzen. Das verliert dann quasi 3 Herzen von dem, was es eben gerade wieder gut gemacht hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wettbewerbe können echt viel Spaß machen. Wir gehen jetzt aber erstmal hier nach oben auf die Route 119. Zäh. So geht es nicht weiter. Das hohe Gras verfängt sich in den Speichen des Rads. Ja, ich zeig's euch. Wir können hier gar nicht rein. Mit dem Rad. So, wir haben hier auch eine ganz komische Gruppe mit dabei. Die sich ganz, ganz komisch entgegengesetzt zu uns bewegen. Die müssen wir irgendwie ganz clever rausbekommen. Was wir auch machen können. Um das hier alles leichter zu sehen. Ist das hier. Bummels kann ganz einfach hier dieses Gras wegschnippeln und dann können wir hier mehr sehen, werden nicht von wilden Pokémon angegriffen, aber ich glaube, das ist ein bisschen nervig. Und hier links sehen wir schon einen, der sich entsprechend, ihr seht schon, er dreht sich, aber er läuft nicht weiter, weil er scheinbar für sich den Rand erwischt hat. Und da können wir ihn jetzt so herausfordern. Und die Trainer sehen uns auch nicht in Entfernung, sondern nur, wenn wir direkt vor den entlang laufen. Trittst du einen Schritt vor, treten wir auch einen Schritt vor. Drehst du dich nach rechts, drehen wir uns auch nach rechts. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie der Mimikry-Zirkel oder ähnlich nennen die sich. Ganz, ganz komische Typen. Und das ist auf jeden Fall ein Käfer-Maniac, Uriel. Ganz, ganz interessanter Name. Und der startet hier mit einem Wumpel. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ich wollte noch was zum Thema Barschwa sagen. Die Pokémon gespielt haben, die dritte Generation, wissen da ganz genau Bescheid, dass das Pokémon sehr, sehr räudig zu fangen ist. Wenn nicht sogar das Pokémon, was am schwersten zu fangen ist. Denn man findet es so gut wie kaum. Wir haben hier auf der Route, wo wir uns gerade befinden, die geht hoch bis nach Baumhausen City und die ist ziemlich lang. Haben wir... Okay, danke dafür. Haben wir auch ein paar Wasserfelder, beziehungsweise halt ein paar Seen, wo wir entlang surfen können und Pokémon fangen können oder eben einfach bloß die Seen überwinden können. Und jetzt kommt's nämlich. In diesen Seen gibt es Barschwa zu angeln. Aber, jetzt kommt der Haken, nicht an jeder Stelle des Sees. Und das erkläre ich jetzt, glaube ich, gleich einfach mal ganz kurz, wenn wir wieder aus dem Kampf raus sind. Also beenden wir mal fix den Kampf mit dem Felsgrab. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Genau, Anulf macht das hier locker flockig vom Hocker. Und wir besiegen den Käfer-Maniac Uriel. So, also das Barschwa ist, glaube ich, nur an 4 oder 6 Stellen angelbar. Und die sind zufällig ausgewählt. Und ändern sich irgendwie auch immer, wenn man die Route wechselt. Und dann sind die halt wieder neu zufällig gegeben. An 6 Feldern. Das heißt, an dem Feld, wo wir gerade stehen, das wäre zum Beispiel schon ein Feld, wenn das jetzt Wasser wäre, ja? Das heißt, das hier ist schon wieder ein neues Feld. Und das ist auch schon wieder ein neues Feld. Und das ist auch schon wieder ein neues Feld. Das heißt, ich kann euch ja mal zeigen, wie viel See es hier dann hier auf der Route gibt. Du musst halt genau das richtige Feld finden, um Barschwa zu angeln. Ja, du kannst jetzt natürlich sagen, ach, ist ja kein Problem, dann nehme ich mir halt einfach mal Zeit und angeln an jedem Feld. Nein, kannst du vergessen. Weil das Barschwa kommt an dem Feld dann auch nicht zu 100%, sondern ich glaube zu 75%. Das heißt, du musst eigentlich an jedem Feld zweimal angeln und selbst dann ist noch nicht mal sicher gesagt, dass das passt. Ja? Und das kann sich dann schon echt in die Länge ziehen. Ich habe das schon ein paar Mal versucht. Ich habe noch nie einen Barschwa gefunden.
Irgendwas mache ich da auch immer falsch. Wenn ihr da Tipps habt zum Baschwarfangen, ich bin da immer heiß auf eure Tipps. Höre ich mir gern an. Aber jetzt machen wir erstmal wieder weiter. Nächster Kämpfer hier im Mimikry-Zirkel. Diesmal ein normaler Käfersammler. Ihr habt schon gesehen, er hat sich auch entsprechend bewegt. Wollte quasi nicht von mir entdeckt werden. Aber der kann mich mal am Arsch lecken. Ich habe ihn gefunden und da hat er jetzt Pech gehabt. So. Käferboden. Aquaknarre ist sinnvoll. Muss ich gerade überlegen, was ist denn jetzt hier sinnvoll? Trugschlag. Kann mich gar nicht. Das konnte auch dieses komische Flunkiefer. Weiß gar nicht, ob es das hier überhaupt zu fangen gibt für uns. Ich weiß auch gar nicht mehr, was diese Attacke für einen Sinn hatte. Na egal. Gut, Ninkala besiegt. Jetzt kommt noch Ninjask. Käferflug. Das ist natürlich wieder gut für unsere Felsgrabattacke. Mal schauen, ob Ninjask schneller ist als Anorith. Ninjask auch bekannt als sehr, sehr fixes Pokémon. Ja, ist schneller. Schwerttanz wäre gut, wenn das Felsgrab jetzt trifft. Ansonsten kassieren wir hier eine ordentliche Schelle. Jawohl. So, jetzt habe ich heute auch wieder viele Geschichten erzählt zum Pokémon-Wettbewerb, zum Thema Barschwarf. Wie gesagt, ich wäre euch super dankbar, wenn ihr da ein paar Tipps und Hinweise habt für mich zum Thema Barschwarfang. Weil es ist mir halt wirklich noch nie gelungen. Aber vielleicht muss man da halt auch einfach ganz, ganz viel Zeit und Glück investieren. Und das habe ich einfach nicht. So, wir haben den Hypertrank gefunden. Ich gehe jetzt mal noch einen Schritt nach oben. Mal schauen, ob der Wald dann hier auch beendet ist. Okay, hier kommt dann niemand mehr. Das heißt, wir holen uns den nächsten vom Mimikry-Zirkel. Wir gehören zum Mimikry-Zirkel. Wir ahmen nach, was du machst. Ich habe es gesagt, der Mimikry-Zirkel. Ah, aber ich glaube, die sind zum Glück bloß hier versteckt. Das ist auch das Größte von diesen Feldern. Ja, kommen dann noch ein paar weitere Felder mit diesem riesigen Gras. Oh nein, das tut weh. Boah, warum ist Geweiher auch so schnell eigentlich? Ah nein, ich glaube, Geweiher hat einfach dieses Wassertempo, dass wenn es regnet, dass es schneller wird. Fuck, reicht das aus? Jawohl. Boah, Heidewitzka, da haben wir richtig Glück gehabt. Da habe ich auch gepennt gerade so ein bisschen, dass es ja regnet und die Wasserattacken noch verstärkt werden. Boah. Na, zum Glück haben wir ein paar Supertränke und zwei Hypertränke scheinbar sogar. Ja gut, kann ich nicht weiter klagen. Was ich jetzt immer noch nicht gefunden habe, was mich so ein bisschen stört, ist Zickzacks. Das gibt's gar nicht. Im Übrigen, an manchen Stellen hier, wo diese leeren Felder sind, gibt es, glaube ich, auch ein paar versteckte Items. Die habe ich jetzt natürlich nicht wirklich nachgeschaut. Aber okay. Was soll's? Boah, ich habe jetzt keine Lust. Ah, wohl. Zu stark wird es schon nicht sein. Aber das hat auch schon wieder irgendwie so Sporenwirt oder so ein Scheiß. Oder das kann mein Anorith jetzt eigentlich auch paralysieren oder so ein... Boah, nein, da habe ich eigentlich auch wenig Lust. Na komm, wir haben es jetzt einmal angefangen. Wir versuchen es einfach mal zu plätten. Jawohl, es kommt nochmal Säure. Mirabla ist dumm. Und ihr seht schon, es regnet, wie ich es halt vorhin gesagt habe. Der Regen, der hört dann auch nicht auf nach 5 Runden, wie das halt bei Regentanz der Fall ist, sondern es ist halt ein durchgängiges Umweltereignis. Und das ist auch die erste Generation. Hä? Ja, aber der hat sich da gerade 2 Felder bewegt, obwohl ich mich gar nicht bewegt habe. Und der ist ja dämlich. Das ist auch die erste Generation, wo das hier so mit den permanenten Wettereffekten eingeführt wurde. Dass wenn es halt hier regnet, dann regnet es auch im Kampf. Das hattest du halt in der zweiten Generation noch nicht. Finde ich an sich auch eine richtig coole Sache, wenn ich ehrlich sein soll. Also das hat man echt sehr, sehr cool gelöst. Oh nein, Doppelteam. Das ist natürlich für Felsgrab besonders eklig. Interessiert mein Anruf nicht. Nice. Und da regnet es halt eben hier. Und dann gibt es später dann auch mal noch was mit Sonnenschein. Boah, Hagelsturm hast du, glaube ich, nicht. Aber Sandsturm hattest du ja auch in der Wüste. Also das hat man schon echt gigantisch umgesetzt, bin ich der Meinung. So, den nächsten Trainer, den wir jetzt noch plätten werden. Und dann ist auch schon wieder Feierabend. Dann habe ich euch genug ein Ohr abgekaut. So, Baumpel, das kann nicht viel mehr als Tackle und
Fadenschuss. Da werde ich, denke ich, auf mein Felsgrab verzichten. Genau, das machen wir mit zwei Kratzern. Tackle macht eh kaum Schaden. Ja, da ist Anorif schon echt dankbar ausgerüstet mit dem Gesteinstyp. Antikraft wird er dann auch irgendwann mal noch erlernt, bin ich mir ziemlich sicher. Dann hat es auch eine richtig gute Gesteinsattacke. Okay, die ist jetzt nicht super stark, aber die hat halt diesen klasse Effekt, dass halt eben eventuell alle Statuswerte erhöht werden. Also da kannst du dich nicht beschweren. Jetzt geht halt Felsgrab auch mal daneben. Oh, nett. Das ist natürlich dann immer eine richtig bescheidene Sache. So, kommt ein Wirbelwind oder so ein... Ach, du Schande. Mega sauber. Aber so stark dürfte es jetzt nicht sein. Ja, dachte ich es mir. Ich denke, wir brauchen einen Treffer. Uha, was ist denn jetzt los, Anulf? Die ganze Zeit getroffen und jetzt scheppert sich hier mein ganzes Pech wieder ein, oder wie? So, wir machen jetzt mal einen Paraheiler. Ja, kommt nochmal der Megasauger. Ein Megasauger wird es danach noch überstehen, deswegen würde ich... Obwohl, es ging jetzt von 28 auf 14 runter. Na komm, ich riskier's. Jawohl, haben es gelöst. Boah, fassen wir mal hier ein K.O. zum Ende der Folge. Der Kampf geht auch länger als gedacht. Und Schaloko, okay, da brauchen wir uns jetzt weniger Sorgen zu machen. Da nochmal das letzte Felsgrab jetzt einsetzen, das wird er überhaupt nicht nochmal treffen. Dann fülle ich die AP auf bis zum nächsten Mal, heile meinen Anorif ein wenig mit dem Supertrank. Und dann starten wir weiter durch diese Route, durch das extrem hochgewachsene Gras. Bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart, hoffe es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns ja wieder zu Pokémon Smaragd Edition. Bis dahin, macht's gut.